Hallöchen, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's. Ja, hier stapelt sich das schon wieder langsam, aber ist am Anfang jetzt erstmal nicht so schlimm. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Werden wir irgendwie hinbekommen, hoffentlich. Denke ich. Wäre gut. Ja, momentan können wir halt nur Diagnosen stellen, aber noch nicht so wirklich heilen. Aber gut. Ändert ja auch nichts, selbst wenn wir heilen könnten, könnten wir dann trotzdem nicht heilen. Und der Arzt geht schon in die Pause. Aha, okay. Ein Arzt wird am Megascanner verlangt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die einfach schnell nach Hause schicke. Komm, die sind mir zu krank. Ich will jetzt nicht, dass sie hier sterben. Achso, nee, halt, nach Hause. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Was? 999? Okay. Habt ihr das gerade gesehen? Warteschlange 999, okay. Ich glaube, die Ärzte machen gerade alle Pause, ne? Der eine Arzt, den haben wir ja zur Weiterbildung geschickt. Du sollst dich weiterbilden lassen und nicht hier rumdänzen. Wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir... Das Personal, ja, das ist alles hier richtig eingestellt. Okay. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Ja, es dauert jetzt ein bisschen an, aber ich denke mal, das könnte vielleicht was werden. Okay, hier wäre wieder ein Arzt, der nix hat. Den könnten wir eigentlich danach auch direkt zur Weiterbildung schicken. Hat er jetzt hier hingepisst? Oder soll das Kotze darstellen? Achtung, ich habe noch keine Toilette, deshalb. Erbrochenes. Ah, erbrochenes, okay. Ach, wenn so ein erbrochenes ist, dann ist es doch... Vor allen Dingen, der VIP kotzt hier einfach hin, ist der doof. Blöde Arschkuh. Als ob das Krankenhaus so scheiße ist. Weg. Pass mal auf. Hier. Nee. Da haben wir schon mal zwei Ärzte. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Patienten nach Hause schicken, sorry, wir können gerade nur noch nach Hause schicken. Was anderes können wir gerade nicht machen. Patienten nach Hause schicken. Es tut mir sorry. Das heißt, den neuen Arzt werden wir direkt hier auch mal Allgemeinmedizin geben. Alter, sei doch jetzt mal mit deinem scheiß Gehalt zufrieden. Hallo? Boah, okay. Blöder Arschkuh. Gleich kündigen hier. Okay. Durstig, gelangweilt, ja, dagegen können wir jetzt leider auch nichts machen. Ist halt so. Nee. Ey. Wie viel will der haben? Oder sie besser gesagt? Ja, boah, Alter, 6000 mehr. Ihr habt ja einen an der Klatsche. Könnt ihr mal aufhören, hier auf den Boden zu kotzen, ey? Oh, geil. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Also wir brauchen jetzt als nächstes eine Psychiatrie, ganz wichtig. Nur mal gucken. Nee, bringt mir nichts.
Ja, könnte man. Ja, ist okay. Nein. Nein. Ich muss gleich niesen. Das ist nicht so gut. Entschuldigung. Okay. Diagnosebeschluss. Patient nach Hause schicken. Und Patient nach Hause schicken. Also wir brauchen erstmal eine Psychiatrie, wie es aussieht. So, das heißt, wir werden natürlich jetzt auch eine Psychiatrie bauen. Psychiatrie. Da ist er doch. Nein. Schnauze. Hier funktioniert gar nichts. So, Kaminchen können wir. Ja, machen wir hier nebenan mit hin. Arztschrank. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz auf Pause drücken, weil ich muss gleich wieder ein paar Leute nach Hause schicken, bevor die jetzt hier sterben. Boah, da reicht eigentlich so eine Heizung, oder? Wir wollen es ja nicht übertreiben, wir wollen es ja nicht zu warm hier machen. Ja, machen wir so eine Heizung hier hin. Kaffeemaschine können wir auch nochmal hier hin machen. Können wir auch nochmal hier hin machen. Danke. Aber wenn ich jetzt, warte mal, wir machen das mal anders. Wenn wir die Heizung nehmen und die Heizung hier hin machen, die Kaffeemaschine hier hin machen, dann kann man nämlich hier noch einen Bücherregal. Genau. So. Von mir aus eine Pflanze. Eine Uhr. Was ist die Frage? Sollen wir hier noch einen Stuhl hinstellen? Das sieht ein bisschen. Obwohl, warte mal. Geht nicht. Okay. Das können wir immer im Kamin hängen. Das ist okay. Bild können wir auch da in die Ecke machen. Bilder von toten Kindern. Machen wir hier mit hin. Wir gucken mal, dass wir den Raum erstmal auf 4 machen. Gehen wir ja wohl hin. So. Okay. Zu schade. Das Problem ist. Müssen wir wohl weiterbilden. Direkt mal. Weiterbildung. Scheiße, der Kurs ist noch nicht vorhanden, ne? Warte mal, ich glaube, ich muss es kurz laufen lassen. So, jetzt. Hä? Wieso? Ist gerade ein bisschen doof. Warte mal. Wo ist mein Krankenhaus? Da. Jetzt haben wir ein Problem. Okay. Müssen wir uns was einfallen lassen. Jobs. Wir müssen mal kurz bei ihr gucken. Nein, 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 nein. Habe ich gerade einen Krankenpfleger? Oh nein. Scheiße. Sorry. Kein Wunder, dass es mit Zuschauern nicht geht.
guck trotzdem nochmal überall, ob wir alles jetzt hier soweit okay haben. Sie konnten sich heute über den Besuch von Augustus Lavender, dem CEO von Holistics, freuen. Auch wenn ich nicht glaube, dass irgendjemand eine Notfallerin. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Nach Hause schicken. Nein. Okay. Können wir versuchen. Wissen wir mal ganz kurz, kann man die Psychiatrie, die können wir doch schließen, ne? Uns warten die jetzt hier. Sinnlos ist es. Das ist doof. Okay. Problem ist, wir kriegen einfach gerade nicht den richtigen Arzt. Das ist echt doof. Das ist mir scheißegal, wie gut es dir hier geht. Verpiss dich. Patienten nach Hause schicken. Komm, jetzt gib mir bitte einen Arzt, der zu schade ist. Komm, bitte. Ja, oder so. So ist auch okay. So ist noch besser. Zu schade und schnell hin damit. Okay, die bilden wir direkt jetzt zum zu schade aus und dann haben wir auch eine zu schaderin. Das ist sehr gut. Aber man muss eine Sache sagen, wir hatten bis jetzt keinen Todesfall. Also das ist schon, also das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Gucken wir mal die ersten Preise von uns an. Wollte ich gerade sagen, also das, ja eigentlich auch. Keine Todesfälle, danke, danke. Werde ich jetzt auch mal zum ersten Mal bekommen. Vielen lieben Dank. Danke. Das müssten wir eigentlich auch noch bekommen, oder? Nein! Okay. Leck mich doch. Weil okay, Patientenweise werden wir definitiv nicht bekommen. Besser Forschung, ja, ist klar. Ein Krankenhaus des Jahres werden wir, denke ich mal, auch nicht bekommen. Ja, immerhin kommen 3 Preise. Mehr als in meinem Real Life gewonnen. Also, besser geht's doch gar nicht. So. Müssen wir erst nach Hause schicken. Tut mir leid. Alter! Hört doch mal auf, erst bei so einem übelst krassen Gehalt hier glücklich zu werden. Hier, so. Bitteschön. Das sind voll die gierigen Menschen. Mann. Patient nach Hause schicken. Weg damit. Brauchen wir nie. Okay, wir haben jetzt einen Psychiaterklei. Wir könnten dann langsam schon mal anfangen, weil wir hatten ja einige... Gut, wir könnten jetzt natürlich Stühle und sowas hinstellen, aber hä, machen wir erst später. Eine Apotheke wäre langsam auch ratsam, ne? Mein neuestes Hobby? Vogelbeobachtung. Aber Leute, Vogelbeobachtung. Die
Außerdem werden die Menschen nervös, wenn man ständig ein Fernglas ja, bei sich trägt. Wenn sein Hobby ist, ne? Warum nicht? Wenn man damit plötzlich in ihren Gärten steht. So, warte mal. Nee. Jo. Jobs. Nur Psychiatrie, meine Gutste. Kannst direkt schon mal losdackeln. Die Leute warten. Okay, das können wir machen. Entwässerungsanlage? Patienten nach Hause schicken? Was? Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Psychiater, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Da ist unsere Psychiaterin. Achso, ups. Muss ich den Raum öffnen. Und da ist der erste Patient. Sehr schön. Wo ist unser Atta? Okay, die Psychiatrie läuft auch langsam an. Das ist doch sehr schön. Die Behandlungsqualität wird mitunter vom Verhalten des Patienten beeinflusst. Also keine Möglichkeit, die Behandlungsqualität zu verbessern. Sag das doch frei Schnauze einfach raus. Wir haben keine Möglichkeit, unsere Behandlungsqualität zu verbessern. Okay, gut. Befördern. Oh, Alter, was wollt ihr für Gehälter haben? Habt ihr eine Macke? Hier. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ich bin gerade. Wir müssen halt natürlich jetzt auch ein bisschen gucken, was wir als nächstes bräuchten. Wir haben ja jetzt schon mal einen Psychiater. Ich würde halt gerne wissen, was wir. Entwässerungsanlage, nee, haben wir nie. Können wir versuchen, ja. Jetzt in der Psychiatrie ein. Haben wir überhaupt so eine Anlage? Muss ich ja, glaube ich, noch. Leuchtungsklinik, Flüssigkeitsanalyse, haben wir doch noch gar nicht. Müssen wir ganz kurz gucken. Nee. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Nein. Oh ja. Oh ja, 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 ja. Oh ja, sehr gut. Können wir versuchen, ja. Okay. Ab hier, okay. Es ist halt die große Frage immer noch, was wir als nächstes für einen Raum brauchen. Ich warte halt gerade drauf, was die Leute sich wünschen. Wir haben natürlich das Problem, wir haben jetzt natürlich gerade nur einen Psychiater. Das dauert natürlich alles ein bisschen. Aber ihm können wir definitiv die Weiterbildung schon mal zum Allgemeinmediziner 2 geben.
beide schon mal zum Allgemeinmediziner 2, das ist gar nicht so schlecht. Haben wir jetzt natürlich keine Allgemeinmediziner, das ist ein bisschen doof, aber egal. Es ist gerade ein bisschen doof, dass man nie gesagt hat, was ihr noch so braucht. Was wollten ihr noch haben, meine Freunde der Sonne? Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Das wird hier mit einer Psychiatrie langsam doch ein bisschen knapp, ne? Ich glaube, wir bräuchten bald noch eine, ne? Wir hätten direkt einen Psychiater, ne? Was gar nicht so schlecht ist. Komm, dann holen wir uns noch einen. Komm, wir können's, ja. Obwohl, wir können das ja wieder ganz einfach machen. Wir nehmen einfach das Zimmer hier. Kopieren. Kopieren uns das hier in die Ecke. So. Darf natürlich nur in der Psychiatrie arbeiten. Und damit haben wir den nächsten Psychiater. Das ist sehr gut. Vielleicht teilen die sich jetzt noch auf, aber ich glaube nicht. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Okay, damit haben wir zumindest die psychischen Probleme wirklich geklärt. Das finde ich sehr schön, ne? Also hier läuft eigentlich auch alles so wie geplant. Von den Machern von Für immer schlaflos kommt Palpitation. Der Energy Drink aus dem ausgepressten Fruchtfleisch von Orangen und einem Hauch. Oh, 10 Tage noch. Ui, das wird aber knapp hier mit denen. Palpitation. Denn Schlaf ist für Schwächlinge. Mehr Two-Point. Immer wieder. Das wird, glaube ich, übelst knapp. Oh, nicht geschafft. Der stirbt jetzt, oder? Nee, der geht einfach. Okay. Und die macht. Die macht jetzt einfach Pause. Wie doof ist das denn, ey? Okay, also Notfallpatient. Da erstmal Pause machen, ne? Fünf von sieben. Ist okay. Können wir versuchen, ja. Also wir brauchen gut. Ja. Wir versuchen es einfach mal. Okay. Oh, ein Popstar besucht das Krankenhaus. Haben wir auch geschafft, 90 Tage. Okay, es läuft hier vorne echt an. Das freut mich. Das ist echt schön. Das heißt, wir können langsam doch mal Richtung Apotheke gehen. Bräuchten wir aber wirklich nur eine. Also da möchte ich jetzt nicht übertreiben. Das heißt, warte mal. Das Zimmer wollen wir auch bis hierhin bauen. Gut, man könnte es so machen, aber macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier, also mein Plan ist es, dass wir hier Radiologie bauen. Das habe ich richtig scheiße hier platziert mit der Mitte, oder? Warte mal. Jetzt hier. Weil dann haben wir hier so einen dicken, großen Gang, den wir natürlich nicht bebauen, ne? Oh, doof. Obwohl, man könnte natürlich jetzt sagen, dass man hier. Sieht aber scheiße aus, oder? Wenn ich hier einen Einser freilasse. Oder wenn ich. Warte mal, die. Warte mal. Wenn ich den Megascanner. Eins nach da verschiebe. Und das hier dann auch wieder eins nach da verschiebe, dann habe ich hier in der Mitte einen Zweiergang.
Ist jetzt halt die große Frage, weil dann haben wir... Ah. Wo könnte man sonst die Apotheke hinmachen? Die Apotheke würde ich ungern neben Megascanner, weiß ich nicht. Sieht scheiße aus. Also wie schon gesagt, ich würde gerne hier die Radiologie direkt mit daneben machen. Jetzt ist aber die große Frage, wenn wir jetzt hier auf Bearbeiten gehen und... so hier hinmache. Dann, warte, ich will es nochmal mir kurz angucken. Die Radiologie. So, da haben wir hier einen Zweiergang und in der Mitte haben wir einen. Ja, so können wir das machen, so sieht es okay aus. Es ist aber immer noch die Frage, wo wir jetzt hier die Apotheke hinmachen. Ich will halt nie, dass die Leute so weit zur Apotheke laufen müssen. Na, warte mal. Ja, das sieht doof aus hier. In die Ecke geklatscht, die Apotheke. Das sieht echt doof aus. Hier wäre dann 2 frei. Oder wir machen erstmal die Apotheke. Es ist halt nur ein Dreierraum, die Apotheke. Aber wir brauchen daraus gar keinen Viererraum machen. Das ist halt... Es ist halt nur ein Dreierraum, deshalb bin ich halt gerade wirklich am Überlegen, wie wir das hier am besten machen. Wenn ich jetzt... Gut, die Apotheke könnte man hierhin machen, das geht. Ja, das können wir machen. Machen wir die hierhin. Hände Desinfizieren, Heizung, Kaffeemaschine, ja, nee, Pflanze lassen wir, alles klar. Schön, dass wir darüber reden konnten, dann machen wir hier einfach Schränke hin. Das ist dann hier, ist das an der Wand, ja. Okay. Ja, die Uhr. Die machen wir hier hin, wo man die nicht sehen kann. Stuhl geht auch noch hier hin, das ist schön. Ganz machen wir hier hin. Bild können wir dahin machen. Zeichnungen können wir dahin machen. Und wir machen wieder einen Viererraum. Und ich sehe gerade, wieso geht denn nur ein Dreierraum? Hä? Verstehe ich nicht. Wieso kann ich daraus nur einen Dreierraum machen? Na gut, egal. Da haben wir direkt hier einen. Sehr schön. Und du arbeitest nur in der Apotheke. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Schlechte Neuigkeiten, werte Hörer. Ich werde Ende nächster Woche zwangsgeräumt. Keine Ahnung warum. Ich zahle immer rechtzeitig meine Miete, höre nicht laut Musik und alle meine... Was will denn er eigentlich jetzt hier? ...eingeladen, mit meinen Giftschlangen zu spielen. Ich habe immerhin 48... Gelangweilt, ja, dann geh nach Hause, tschüss. Ich mag keine gelangweilten Menschen.
Ja, und da haben wir wieder extrem viel geschafft und ja, es läuft langsam an und diesmal versuchen wir wirklich alles von Anfang an richtig zu machen. Bis jetzt haben wir ja auch noch keine Todesfälle gehabt, deshalb eigentlich alles sehr gut. Es läuft wirklich alles sehr gut und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!